die müssen alle Diagnostik. Doch, du, hier. Du könntest eine Behandlung 1 kriegen. Der Rest aber nicht. So. Weil du kriegst blassgrün. Nee, blassblau. Und wirst tatsächlich nur eingesetzt im Oppe. Du sollst nichts anderes mehr machen. Du wirst dann OP-Team Dr. Bruckner. Alles klar, dann haben wir das schon mal. Ja, OP. Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Tja, also Diagnostik haben wir ja nun auch wirklich. Wo machen wir den OP hin? Weil wir werden ja auch mindestens 2 OPs brauchen, wie mein Glück kenne. Den Part hier, den würde ich gerne nehmen. Aber mehr Geld, komm. Weißt du was, wir kaufen jetzt alle Grundstücke. Ich lasse mich hier doch nicht mehr einschränken. Was so schlau ist, weiß ich nicht, weil ich auch entsprechendes Personal dafür brauche, aber... Hey... So. Jetzt haben wir alles gekauft, ne? Jetzt sind wir frei. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den hier nehmen. Bearbeiten und hier mal wegziehen. Weil der braucht ja nun wirklich überhaupt nicht hier in der Ecke sein. So. Haben wir so einen kleinen Aufenthaltsraum? Ja, hier ist einer. Einfach kopieren, einfach irgendwie daneben klatschen. So. Wenn das ein Zweier ist, ne? Dann kommt da auch noch ein Klo rein. Da verspreche ich dir. Ja. Das ist doch, da kann man doch was draus machen, oder? So, dann hat der nämlich schon mal sein völlig autarkes Leben da unten. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hatte was anderes vor. Kopieren, so. Ein bisschen kleiner, ne? Wäre nicht schlecht. Naja, verkauf mal die Objekte. Bearbeiten. Den schieben wir jetzt schön da rein. Reicht ja für hier oben, reicht das ja. Vor allem, wenn der alleine ist, ne? Oh, und hier noch einen. Ich hab gelacht, wenn wir den nicht auf Stufe 5 kriegt, ne? Da passt sogar noch ein Blümchen irgendwo hin. Hier so eine Mooselse. Zack. So, dann arbeitet der hier oben schon mal ziemlich autark. Sehr gut. Denn wenn man mich lässt, entweder machen wir hier die OPs rein oder hier. Aber wir sollten doch hier ein OP hinkriegen, oder? Nehmen wir das Ding nochmal. Ne, kopieren wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich... Nochmal. Verschieben. Das wollte ich machen. So, erstmal hier hin. Und dann müssen wir doch hier 2 OPs hinkriegen, oder? Vielleicht sogar mit Klo in der Mitte. Wir haben noch ein kleines Klo genommen. Hier, das. Müsste doch da jetzt eigentlich reinpassen, oder?
Also entweder machen wir es so. Wir können sogar einen Vierer-Klon nehmen. Ja, krass. Schön. Ja, also hier haben wir mehr als genug Platz. Zwei, vier, fünf. Zwei, vier, fünf. Gönnen wir uns den Spaß mit 6? 6. Kann man den Eingang hier hin machen? So. Machen wir hier mal eben die, hier die, ne? Weiße. Damit wir auch schön Prestige kriegen. So, hier noch einen, da noch einen, da noch einen. Komm, den können wir sogar freilassen, weil wir mehr als genug Platz haben. Wenn man richtig großer OP hier. So. Und dann nehmen wir die Schränke zur Heilung. Nach 4 ziellosen Jahren hatte Two Point County politische Führungsstärke noch nie so bitter nötig. Also wählen Sie Tabitha Winsock in den kommenden Bürgermeisterwahlen für 4 weitere Jahre ins Amt. Tabitha Winsock. Planlos, aber beständig. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. Wir könnten natürlich in die Ecke den Mülleimer setzen, ne? Genau. So. Dann machen wir hier den Waschschrank hin. Hier das Desinfektionsmittel. Das passt ja ganz gut zusammen. Kann hier eine Heizung hin. Auf der anderen Seite brauchen wir Sitzgelegenheiten. Da fangen wir an mit einem Korbstühlchen. Dann bauen wir hier schon mal noch ein Korbstühlchen hin und dann die Kaffeemaschine. Wobei wir könnten sogar, weil wir echt genug Platz haben. Das so machen und dann stellen wir da ein wobei Blümchen auf einer OP ist natürlich auch ziemlich blödsinnig, ne? Nee, das macht auch keinen Sinn. So. Aber wenn die da reinkommen, dann sollen die sich hier umziehen. Dann soll der sich gleich hier hinlegen. Dann kommt das Ding hier hin und der Herzmonitor, der passt doch bestimmt hier an die Wand, ne? Ja, guck. Wir sind schon auf Prestige 5. Ja. Die Uhr. Wir können noch ein Grammophon darunter stellen. Die hören gerne Musik. Aber mehr muss auch nicht auf eine OP-Station. Also das ist tatsächlich... Ja. Hier können wir noch die Nierchen lagern, ne, für die Transplantation, aber ansonsten wäre eventuell noch zu prüfen, wie heiß es ist oder nicht oder so. Selbst einen Feuerlöscher brauchen wir nicht, aber wir stellen mal sicherheitshalber 2 auf, komm. Also die brauchen wir nicht, aber egal. So, wie ist von der Temperatur?
Tja. Stellen wir das Grammophon dahin. Und dann müsste. Kriegen wir die nicht dann da drunter? Ja, ne? Ja, guck, dann haben wir den OP. Alles klar. Und dann bräuchten wir ein Vierer-Klo. Ein Vierer-Klo? Vierer-Klo, genau. Scheiße, wir haben echt Probleme mit den Allgemeinmedizinern. Oh. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Bist du denn noch Stufe 5? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich können wir den ko dann kopieren und also hier passt er nicht mehr rein, aber oh, also hier könnte man auch noch was machen. Mal, wie viel Platz wir haben. Dann könnte man nämlich tatsächlich das Klo hier. Auch verbreitern. Machen wir das mal eben schön hier hin. Sollte ja machbar sein, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das weg, das weg, das weg. Heizung weg, das weg. Dass wir nämlich hier ein zweites Waschbecken hinzaubern. So. Ich weiß nicht, passt der hier vielleicht hin? Knapp nicht, ne? Was wäre denn, wenn wir den wegmachten und den vielleicht noch ein bisschen hier rüber? Und dann die Tür noch ein bisschen hier rüber. Vielleicht so, dass wir da eine Bank hinkriegen. So. Ja, das wäre nicht schlecht. Und dann müsste doch hier der Heizlüfter hinpassen, oder? Ja. So haben wir das Problem schon mal gelöst. Dann kommen hier die Kackhäuschen hin. Eins, zwei, drei. Immer schön im letzten Moment nochmal mitrutschen, ne? Das kannst du. Dann machen wir hier heiß. Wie das immer nicht passt, ne? Ja, ist jetzt nicht so geil, aber naja, auf der anderen Seite ist schön groß. Hat auch Stufe 5, ne? Ja. Ja, da wo jeder drauf. Gut, dann haben wir zwei OPs schon mal. Sehr gut. Kann sich hier einer hinsetzen, dann bauen wir hier noch sehr schön.
Ah, komm, Mülleimer passt immer. Können wir noch ein Blümchen nehmen? Von mir aus die blöde Kaktusse. Hier müsste dann auf jeden Fall noch eine Bank hinpassen. Sehr gut. Und vielleicht noch ein Blümchen in die Ecke. Ein kleines Blümchen in die Ecke. Sehr gut. Ja, guck mal. Und dann bauen wir hier eben noch mal was zu essen, trinken auf. Tja, machen wir es an den Rand. Könnte man natürlich machen, ne? So. Ein Blümchen dazwischen. Dann nehmen wir noch was zu essen. Wir wollen ja zufriedene Menschen haben, so. Mülleimerchen daneben. Da muss ja jetzt hier auch nicht so hundertprozentig passen, weil da ja auch noch, also wird ja auch noch verändert. Was haben wir denn noch? Am Eingang erstmal ein paar Yucca-Palmen. So. Dann kann hier natürlich auch so eine Spaßstation entstehen, das kennen wir ja schon. Und der Trampolin. Machen wir hier den Gyros-Automaten hin. Dann können wir noch links und rechts ein Blümchen hinmachen und dann ist das schön hier. Mülleimer sind hier massenhaft. Wenn wir jetzt noch Bilder an die Wand bringen, ne? Ich sage es euch, dann sieht das hier aus, als wenn es gewollt wäre. Dann soll sich aber hier keiner beklagen, doch. Die operierten Kinder. Alles klar, dann haben wir das auch. Temperatur müsste eigentlich auch okay sein, oder? Ja. Geht. Ist ein bisschen frisch, ne? Hier eine Heizung irgendwo? Guck, hier ist jetzt wieder ein bisschen kühl. Muss eine Heizung hin. Und dann ist wieder warm. Naja. Aber auf jeden Fall kann man die Dinger ganz gut verwenden. Bei diesen Riesenhäusern machen die echt Spaß. So. Tja. Also das Problem ist, ich habe keine Allgemeinmediziner mehr. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Da fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphusarbeit. Mhm. Ja, das stimmt. Der wird auch gerade ausgebildet, der Chirurg. Das ist nicht das Problem. Ich hätte auch einen zweiten gerne, aber wir brauchen Allgemeinmediziner. Da kommen wir nicht drum rum. Mal gucken, was wir noch kriegen. Ein bisschen Gewinn haben wir ja gemacht. Perfekt. Egal, was du hast, eingestellt.
Jede Entlastung wirkt. So. Zack. Na, du wirst ja gleich Chirurg. Du wirst kein Chirurg. Sehr gut. Wobei, weißt du was, dann machen wir aus dem auch einen Chirurg. Dann haben wir schon mal Team 2. Aber hier habe ich leider keinen, den ich für Team 2 gebrauchen könnte. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie machen wir das denn am sinnlosesten. Also wir können natürlich den nehmen und mal hier an den Rand klatschen. Oder wir machen es Standard, ich weiß es nicht. Wissen wir, wenn wir den nehmen und da dran klatschen, kopieren. Nehmen wir uns damit ein bisschen Platz weg? Eigentlich nicht, ne? Nee, das geht schon. So. Ein Sitzmöbel, zwei Sitzmöbel. Schnell ein Bild dran. Ja, Spiel, du weißt schon, was du da machst, ne? Hoffe ich. Ich mach das Klo hier auch mal größer. Nicht wundern. Ist halt immer eine Sisyphus-Arbeit, aber... Naja, was willst du machen? Stellen wir die Karre mal weg. So. Einmal hier. Ja, wobei, warte mal. Muss ja so sein. Alles klar. Bauen wir die wieder ab. Dann können wir nämlich die Dinger hier wesentlich leichter platzieren. So. Haben wir doch wieder eine Stunde mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber die letzte Stunde war auch wieder ruckzuck rum, habe ich das Gefühl, oder? So. Und hier hin. Hier. Wo wir jetzt mehr als genug Platz haben, planen wir hier auch mal. Noch eine Ecke. So. Mülleimer haben wir. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein Blümchen hinkriegen. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein recht großes Klo. Und dann nutzen wir den Wagen hier, der aber anscheinend auch nicht so richtig genutzt wird, oder? So. Die passt hier in die Ecke. Müssen wir dafür noch jemanden einstellen? Ich habe auch da keinen guten Assistenten, muss ich ehrlich sagen. Hier habe ich auch nichts Gutes gerade. Also nichts, was ich gebrauchen kann, ne? Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Hosen.
Man sollte sie immer tragen. Mhm. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Ja. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Tod fand ich war jetzt unnötig. Aber gut. Wir brauchen händeringend, aber wirklich händeringend. Behandlung ist gescheitert. Ja. Patient tot. Was passiert? Ach. So, wen kriegen wir jetzt noch als Arzt? Keinen, den wir gebrauchen können. Alles klar. So. Herausforderung haben wir geschafft. Eine Beförderung machen wir noch. Und dann haben wir es für heute geschafft.